Die U17-Junioren des FC Bayern wollten im Halbfinalrückspiel beim FC Schalke 04 das Finalticket um die deutsche Meisterschaft perfekt machen. Die Mannschaft von Tim Walter mit einer hervorragenden Ausgangsposition. Zu Hause hatten die Bayern im Sportpark Heimstetten das Hinspiel mit 3:0 gewonnen. Im Vergleich dazu die Bayern-Junioren unverändert, der FC Schalke 04 auf 4 Positionen verändert. Und mit der ersten Gelegenheit in der zweiten Minute durch Umut Yildiz. Aber ansonsten trat die U17 vom FCB sehr, sehr souverän auf und hatte danach eine ganz starke Phase. 9. Minute. Marin Pudic kommt da ganz blank im Fünfer zum Abschluss, aber leider nicht zum kontrollierten Abschluss. Kopfball kam vom Kapitän von Lars Lukas May und dann kriegt Pudic nicht richtig Druck hinter dem Ball. Dann waren wieder die Schalker dran in der 12. Minute. Mick Gudra kommt da durch ein bisschen Glück an den Ball, aber sein Pickenschuss findet den Weg nicht ins Tor. Der FC Bayern, der Meister der Bundesliga-Staffel Süd-Südwest, beim Meister der Bundesliga-Staffel West mitunter sehr spielstark, wie schon im Hinspiel. 19. Minute, diese tolle Kombination, bei der dann Marcel Ziller den Ball leider nicht im Tor unterbringen kann. Der Torschütze zum 1:0 aus dem Hinspiel. Die Schalker hatten bis zu dieser Hinspielniederlage in der regulären Saison nur eine einzige Niederlage kassiert. In der 21. Minute dann dieser Angriff abgeschlossen durch Justin Nice. Die Führung für Königsblau durch den Rechtsaußen. Zuvor hatte Umut Yildiz den Ball an den Pfosten gesetzt und dann der Rebound durch den 17-jährigen Offensivspieler. Aber die Bayern, sie blieben ganz cool, alles andere als in Schockstarre. Und mit dieser Offensivaktion durch Marcel Ziller, der im Strafraum zu Fall kommt, der Unparteiische deutete sofort auf Weiterspielen an. Es lag wohl eine Berührung vor, aber die Pfeife blieb stumm. Die Bayern weiterhin mit Offensivdrang. Can Karatas in der 37. Minute 0:1. Der Halbzeitrückstand für die Jungs von Tim Walter in einer hart umkämpften, mitunter hitzigen und sehr intensiven Partie. Zweiter Durchgang. Die Bayern verstanden es weiterhin, keinen allzu großen Druck von den Schalkern aufkommen zu lassen und selbst nach vorne Nadelstiche zu setzen, wie bei diesem Abschlussversuch durch Daniel Jelisic. Die Schalker konnten nach ihrer 1:0-Führung nie wirklich Druck aufbauen. Hier eine der seltenen Gelegenheiten durch den eingewechselten Simon Haubrock. Das Ganze bei sommerlichen Temperaturen, da wurde bei höchstem Einsatz jede Erfrischung dankbar angenommen. Und die Bayern, sie hatten die Königsblauen im Griff und kamen selbst immer wieder zu Gelegenheiten wie hier Can Karatas nach dem Freistoß. Er kann den Ball aber nicht mehr mit dem Kopf richtig platzieren. Höchster Einsatz auf beiden Seiten. Ein tolles Halbfinalrückspiel, in dem der ganz große Schlussoffensivschwung bei den Schalkern ausblieb. Der Schuss von Ahmet Kutucu, kein Problem für Michael Wagner. Die Bayern-Fans schon in Vorfreude auf den Finaleinzug und hinten raus konnten sie fast noch den Ausgleich bestaunen durch Oliver Batista Meyer. Es blieb am Ende beim 0:1 aus Sicht des FC Bayern, aber dennoch die U17-Junioren, die Jungs von Tim Walter, ziehen nach einer tollen, geschlossenen Mannschaftsleistung ins Endspiel um die deutsche U17-Meisterschaft ein. Am Sonntag, dem 18.06., geht es dann in München gegen die U17-Junioren von Werder Bremen.